So, servus Leute. Ich melde mich relativ früh wieder zurück. Ich habe mein. Das kann man ganz leise machen. Ich habe mein Video vor 3 Stunden online gestellt. Es hat 50.000 Aufrufe, 1.700 Kommentare. Also ich habe mir bis eben alles durchgelesen. Ich habe mir Notizen gemacht, was ihr alles sehen wollt. Es ist mega viel. Was ich die ganze Zeit rausgelesen habe, war: Quirly, mach doch mal ein Face-Reveal. Sag doch mal, wo du wohnst und was weiß ich. Und das ist auch ein Thema, das würde ich gerne zu Anfang gleich klären. Dass ich meine Stimme euch präsentiere, das ist ein großer Schritt für mich, weil ich bisher immer alles in Anführungsstrichen anonym gemacht habe. Es hat einige Gründe dafür, dass ich anonym bleiben will. Auf der einen Seite klar, die Sachen, die ich auf der Straße mache mit dem Bike, sind jetzt vielleicht nicht so gesetzeskonform, aber auch jetzt nicht so einzuordnen, als wäre ich ein Schwerverbrecher. Das ist nämlich auch nicht der Hauptgrund, aber die Größe und Reichweite, die ich mittlerweile habe, ich merke es selbst im aktuellen Zustand, dass selbst wenn mich da noch Leute erkennen oder wo ich vor 2, 3 Jahren auf Motorradtreffen gegangen bin, selbst da haben die Leute heimlich Bilder gemacht und haben mich erkannt. Und ja, das Problem haben, glaube ich, viele YouTuber, dass ja, dass sie halt nicht mehr auf die Straße gehen können in einer ruhigen Minute und direkt angequatscht werden. Auf der einen Seite, klar, ist cool erkannt zu werden, aber man braucht auch mal seine Zeit für sich. Und die hat man einfach nicht, wenn man sein Gesicht preisgibt. Jeder große Star baut um seine Villa eine 10 Meter hohe Mauer, um noch irgendwie Privatsphäre zu kriegen. Das ist doch in meinen Augen kein Leben mehr. Wenn man mit Taxi und 10 und Chauffeur und 10 Bodyguards einkaufen fahren muss. Und so in der aktuellen Situation, wie ich bin, finde ich das eigentlich ziemlich angenehm. Klar, ein paar Leute erkennen mich, aber ich kann dort noch auf die Straße und in Ruhe durchatmen und mein Leben leben wie ein normaler Mensch und trotzdem berühmt sein. Und das ist einfach so eine geile Situation, in der ich mich befinde. Und jetzt dass ich in den Videos rede, ist es halt so, es bieten sich mir noch viel mehr Möglichkeiten, die ich habe in Videoform. Ja, und die Leute, die machen dann auf Detektiv und meinen, sie müssten in die Kommentare schreiben, dass sie wissen, wie ich heiße oder was auch immer. Es ist schön für euch, aber das ist einfach respektlos gegenüber mir, dass man eben meine Privatsphäre nicht akzeptiert. Und im Notfall muss ich so Leute auch wohl oder übel blockieren, auch wenn sie es nicht böse meinen im ersten Moment. Ja, so viel dazu. Ich denke, das versteht jeder von euch. Wo wollte ich überhaupt hin? Ich muss mich mal ein bisschen konzentrieren aufs Fahren. Oh. Ja, das war ein Thema. Ein weiterer Punkt, den ich gerne noch klarstellen würde. Ich habe es zwar schon im letzten Video jetzt geschrieben, aber einige haben sich wahrscheinlich die Beschreibung nicht genau durchgelesen oder haben trotzdem das Gefühl, es ändert sich jetzt was und meine alten Videos leiden drunter. Ich habe es mehrfach gesagt, ich mache diese Videos nur neben dem Motorradfahren und ich habe auch nicht geplant, Motovlogs zu machen. Ich werde nicht, wenn ich auf dem Motorrad sitze, dann will ich mich aufs Motorradfahren konzentrieren und nicht auf mein Gelaber. Und da geht beim Motorradfahren spielen für mich andere Dinge eine Rolle. Schöne Landschaft, einfach das Gefühl genießen und da kann ich nicht nebenher rumlabern. Das habe ich keinen Bock drauf. Vielleicht habe ich irgendwann mal einen Roller, mit dem ich rumfahre. Dann mache ich einen Motovlog, aber auch nur, weil ich damit dann zur Arbeit fahre oder so.
und die Videos und meine eigentlichen Videos, die geschnittenen Edits und so, die habe ich euch gesagt, die habe ich, verspreche ich euch, die werden nicht drunter leiden. Ich habe da auch einen Plan schon, was ich als nächstes schneide und so. Aber diese Vlogs, die sind halt einfach in 10 Minuten, 15 Minuten Gelaber gemacht. Zusammenschneiden auch halbe Stunde, also die sind echt schnell gemacht, das ist das Geile. Und ihr feiert das ja scheinbar auch, wenn ich mich ein bisschen, wenn ich ein bisschen über was erzähle. Und ich persönlich habe da ja auch Bock drauf. Ich habe mich da von ein paar YouTubern inspirieren lassen. Ich gucke normalerweise nicht viel in YouTube rum, was so Leute angeht, die reden, weil ich das eigentlich immer langweilig finde. Aber ich habe eine Person auf YouTube gefunden. Am Anfang war ich echt ein bisschen oberflächlich, aber dann habe ich mir zwei, drei Videos von der Person angeguckt und ich muss wirklich sagen, der Typ ist mir sympathisch, der verstellt sich nicht wie andere und der hat es einfach verdient, dass er, der hat es einfach verdient, bekannt zu werden. Und diese Einstellung und diese Leichtfüßigkeit, kann man das sagen, einfach diese Einstellung gegenüber dem Ganzen und wie Zero Fucks, der auf alles gibt und einfach sein Ding macht, das hat mich so beeindruckt, dass ich jetzt auch den Entschluss gefasst habe, ey, ich habe da auch Bock drauf, ich habe auch Bock drauf, regelmäßig so Videos zu machen und jetzt muss ich mal kurz die Fresse halten. Ah, ich habe noch vergessen zu sagen, welche Person ich gemeint habe. Die mich inspiriert hat. Und zwar, leck mich doch, Mann. Diese Person heißt Excel95. Schaut ihn euch an. Habt keine Vorurteile. Schaut einfach an, was er erzählt. Der Typ ist wirklich cool. Ich glaube, der hat Hunger. Hast du Hunger? Fette Kröte ist es. Eine fette Kröte. Oh, jetzt fliegen ja ganze Haare rum. Oh. Jetzt machen wir hier mal noch ein paar Highspeed-Drifts. Oh, 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 oh. Dann kommt die nächste Kurve. Hier. Also ich hoffe, es ist nicht langweilig jetzt, weil beim letzten Video habe ich ja Basketball gespielt. Jetzt sitze ich einfach nur auf der Couch und zock. Ganz viele haben geschrieben, die wollen sehen, wie meine Tagesroutine ist, wie ich kochen tue. Werde ich alles noch machen, keine Sorge. Alles mit der Zeit. Aber jetzt war halt erstmal so diese Klarstellung am Anfang. Übersteuern, richtig. Und jetzt im Nachhinein gehe ich dann auf eure anderen Fragen noch ein. Ah, der hat jetzt echt Hunger, ich muss immer füttern. Ja. Ja. So, soll ich das noch mit draufnehmen, ich die Katzenfütter? Ja.